Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin gerade im Bett, weil ich hatte gerade einen ziemlich anstrengenden Tag. Aber um das geht's gerade nicht, denn ja, ich möchte euch heute schon begrüßen, weil ich eben morgen nach Stuttgart fahren werde und dort den ganzen Tag shoppen werde. Und ich brauche wirklich ziemlich viele Sachen. Ich habe mir schon eine Liste gemacht, was ich alles brauche. Ich weiß nicht, seid ihr auch so, dass ihr immer auf den Notizen eures Handys so Notizen macht, was ihr alles braucht, so mit Checklisten und so, dann könnt ihr das immer abhaken. Weil wenn ich das nämlich nicht habe, vergesse ich immer die Hälfte, was ich eigentlich kaufen wollte. Deswegen, ich brauche das. Auf jeden Fall, ja, ich begrüße euch wie gesagt schon heute, weil ich werde dann auch nachher zu einer Freundin fahren, dann bei ihr übernachten und dann gehen wir morgen früh gemeinsam los. Und ich werde dann sehr wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, euch dann noch groß zu begrüßen und keine Ahnung was, deswegen mache ich das jetzt schon. Und ja, ich freue mich unnormal, weil ja, ich war schon lange nicht mehr in Deutschland und ich shoppe sehr gerne in Stuttgart. Ich war da schon einige Male zum Shoppen. Ich gehe da eigentlich auch nur zum Shoppen hin, aber Stuttgart an sich ist ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Gut, ich werde jetzt erstmal, wie gesagt, packen und die Sachen einpacken, die ich für morgen brauche. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas Bequemes, was ich anziehen kann zum Shoppen. Und ich glaube, weil es eben morgen auch ein bisschen wärmer ist, werde ich einfach hier dieses Kleid anziehen. Das ist so ein Basic-Kleid und ist einfach mega bequem. Gerade wenn es auch so warm ist und so, passt das eigentlich ganz gut. Deswegen werde ich einfach das hier mitnehmen. Und die Haare sind schon gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe die vorhin fleißig geföhnt und gestylt. So, ich werde jetzt einfach diese Tasche hier nehmen, weil ich habe keine Reisetasche. Und da ist eigentlich doch ganz viel Platz drin. Die ist übrigens von H&M. Die habe ich im Sale gekauft, einfach so, by the way. Ich mache euch hier kurz an. Wow, ich packe für 2 Nächte. Nicht mal so spektakulär, aber egal. Erstmal Socken einpacken, ne? Man kennt's. Dann brauche ich hier noch mein Necessaire. Sieht ein bisschen abgefuckt aus, ne? Aber alles hier drin, was ich brauche. Zahnbürste, Make-up. Weil ich muss mich dann auch am Morgen im Auto schminken, wird witzig. Im Auto schminken wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Gut, das war es eigentlich soweit. Mehr brauche ich eigentlich nicht für die Nacht. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder und bis dann. Hallo Leute, wir sind jetzt los. Guten Morgen. Wir haben jetzt schon 7 Uhr. Wir wollten um 6:30 eigentlich losfahren. Wir sind noch bis 3 Uhr wach geblieben, haben um halb drei noch unsere Haare geglättet. Also respektive sie hat ihre Haare noch geglättet. Und deswegen bin ich noch ein bisschen müde. Wir haben uns jetzt hier was zu essen geholt. Gipfeli, sagen wir dem hier. Croissant. In der Schweiz. Gipfeli mit so einem Vanille-Himbeer-Brötchen. Wow. Gurkenfrei. Die sind so gut. Mit Vanille. Mit Vanille und Himbeer, Konfitüre. Gar nicht Glück, ab über die Grenze 200! Nee. Deutschland! Ich schwöre alle Schweizer immer so, wenn die hier über die Grenze gehen. Ja, Mann! So, ich mache jetzt hier ein Get Ready with Me. In the car. In the car? In the car. Ich habe hier mein Make-up. Also, wir fangen mit Concealer an. Dieser Concealer ist von Fit Me in der Farbe 10. Fühlt sich extrem falsch an hier im Auto irgendwie. Ja, fix Make-up-Flacken, aber ich gar nicht weiß, was ich mache. Ja, von überhaupt vor, wenn. Wir fahren ja heute auch wieder zurück, also wird lustig. Taffer Tag. Wir haben nur 3 Stunden Schlaf, fahren um die 300 Kilometer und also hin und dann nochmal zurück am Abend, werden den ganzen Tag unterwegs sein. Also wir werden heute sehr gut schlafen. Ja, Venus Baby. Und morgen möchten wir eigentlich genug für aufstehen, weil ja Weihnachten ist, dann möchten wir was essen gehen, aber ich kann mal schauen, ob wir das schaffen. Ich sag dir ganz ehrlich, kommt drauf an, wenn wir heute nach Hause kommen. Oh Leute. Ich weiß nicht, was passiert jetzt. Wir wären eigentlich in 20 Minuten in Stuttgart angekommen, aber wir sind einfach... Mann, ich muss euch das zeigen auf dem Navi, damit ihr versteht, wo wir sind und wo wir eigentlich hätten sein sollen. Wir sind hier oben und Stuttgart ist hier. Und wir hätten bei Karlsruhe abbiegen sollen, also vor irgendwie einer halben Stunde, aber wir haben einfach nicht aufs Navi geguckt. Und ja, fahren jetzt einen Umweg. Wir werden eben, wie gesagt, in 20 Minuten angekommen und kommen jetzt erst in 1,5 Stunden plus minus an, also ja, plus minus. Ob wir Bock haben,
Nein. Dieses Navi will mir ernsthaft sagen, dass wir jetzt hier raus sollen und wieder in die Autobahn rein sollen. Warum? Wir vertrauen jetzt mal hier auf dieses Navi und auf dieses Navi. Wir haben auch zwei Navis. Ja, wir wissen auch nicht mehr weiter. Oh Mann, wir haben immer noch 47 Minuten. Wir sind einfach angekommen, ich kann es immer noch nicht glauben. Das fühlt sich so unreal. Wie ein Traum. Ja, jetzt erstmal noch Mascara auftragen, weil ohne kann ich gar nirgends hin. Eigentlich sollte das ja ein Shopping-Vlog werden und kein ich verfahre mich 100 Mal. Wir haben 5 Stunden nach Stuttgart. How not to drive to Stuttgart. Ich schwöre, Umwege, die nach Stuttgart führen. Einfach bei Karlsruhe geradeaus. Nicht auf Navi schauen. Leute, seht ihr, was ich sehe? Mein Portemonnaie weint. Jetzt schon. Ich suche schon so lange so Basic-Oberteile. Ich werde mir jetzt auf 100 irgendein so eins kaufen. Oh Leute, schaut mal, richtig süß. Mega schön. Wow. Ich habe schon wieder so viele Sachen. Ist richtig schwer, mein Arm. Oh mein Gott, Leute, ich habe so viele schöne Sachen gefunden. Vor allem so rosane Sachen. So ein Basic-Oberteil, was mir die ganze Zeit runterfällt. Dann so eine Bluse. Dann hier so einen weißen Blazer. Weiße Bluse. Pinke Hose, weiße Hose. Grünes Kleid. So eine richtig schöne Bluse. Also, ja, ich muss das alles anprobieren. Und ich werde euch alles zeigen. Das ist das erste T-Shirt. Ist auf jeden Fall süß. Ich glaube, ich nehme das auf jeden Fall. Ich werde hier einfach noch ein T-Shirt drunter anziehen, dass man den Ausschnitt nicht so fest sieht. Das hier ist noch die Hose. Aber die ist mir hier viel zu groß. Also, sieht gar nicht gut aus. Leider. Das ist das nächste Teil. Das ist so eine Bluse, die ist so ein bisschen größer. Ich habe die auch in Größe M genommen. Und passend dazu hier diese süße Tasche. Finde ich richtig, richtig schön. Die Hose ist jetzt einfach nicht so passend, aber ansonsten finde ich das richtig schön. Das hier ist das nächste Teil. Das ist so eine XXL-Bluse mit so goldenen Knöpfen. Finde ich auch richtig, richtig schön. Und ich finde, diese Tasche sieht einfach so nice aus, ne? Weil es einfach so richtig frech ist. Ich liebe es doch ziemlich lange. Und sieht richtig schön aus. Und dieses Hemd gefällt mir auch ziemlich gut. Vielleicht müsste ich jetzt hier eine bessere Hose anziehen, weil die geht gar nicht. Aber ich finde die Kombination voll schön. Ich finde auch der Schnitt mega. Und auch hier finde ich, passt diese Tasche wieder mega gut dazu. Es sieht einfach so schön und frech aus. Das hier ist noch diese Bluse. Ich finde sie voll schön, auch der Schnitt gefällt mir. Aber ich kann es einfach nicht beurteilen mit dieser Hose, weil es sieht einfach blöd aus mit dieser Hose. Deswegen voll schwierig zum Beurteilen, ob ich sie schön finde. Der ist voll schön. Die haben auch überall Prozent. Der ist eigentlich auch noch schön. Ich brauche eben neue bequeme Sandalen. Der ist auch schön. Gefällt mir auch voll gut. Und die sind sowieso mega bequem. Die habe ich in fast allen Farben. Boah, schaut mal, wie schön diese Sandalen sind. Ich kann mich entscheiden, ob diese oder diese Farbe. Sind beide mega schön. Wir sind jetzt hier und haben uns Essen geholt. So Pommes. Ich habe schon mal eine Kräuter entfernt, weil ich hasse das. Und ja. So Leute, bitte schaut euch mal diese schönen Farben hier drin an. Ich freue mich so sehr. Eine Riesenquittung. Fängt ja schon gut an. Wie findet ihr die Sonnenbrille an mir? Der nächste Paint fängt an. Erstmal Primark durchdrehen. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so ein Primark-Fan. Also ich kaufe mir schon Sachen von hier, aber ich flippe jetzt hier nicht aus und kaufe 10.000 Sachen oder so. Ich sehe richtig fertig aus. Wirklich ist. So, ich habe auch nur 3 Stunden geschlafen, aber trotzdem ist gerade echt heftig. Also wenn ich im Primark bin, dann kaufe ich mir hier immer so Trainerhosen, Chiller-T-Shirts, Socken, so Socken und so. Socken. Ich habe jetzt genug Sonnenbrille. Ich habe hier nämlich diese Sonnenbrille gekauft schon vorhin bei Monki, die ich gezeigt habe. Deswegen, ich habe echt genug jetzt. Ich habe auch bei Shein noch bestellt. Ja, die ist echt nice. Wie teuer ist die? 10. Oh, voll süß. Mach sie mal hier rein. Kennt ihr das bei Primark? Man macht immer alles rein und dann schaut man dann später, ob man alles möchte. Oh, diese Tasche finde ich mega cool. Die fällt mir mega. Vor allem für 10 Euro. Kann mir mal jemand sagen, ob das Make-up von Primark sich lohnt? Hat das schon mal irgendjemand
ausprobiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Irgendwie, es sieht so billig aus. So Leute, jetzt sind wir hier bei DM angekommen. Und ich brauche hier wirklich einige Sachen. Und ich liebe es ja auch bei DM einfach so Sachen anzugucken. Ne? Die Sachen auszuprobieren finde ich einfach mega cool. Wir laden jetzt gerade, wir machen jetzt die nächste Ladung ins Auto, damit wir nicht so viel zu tragen haben. Mein Sack ist schon gerissen. Der hat das schon kaum überlebt hier. Deswegen müssen wir das jetzt wegpacken. Und wir schlauen Menschen haben direkt vor dem Lift parkiert. Hier ist unser Auto. Wir haben richtig gut parkiert. Es wird immer voller und voller. Hier. Als nächstes habe ich eigentlich vor Bershka, Rituals. Noch Müller, aber in der Stadt. Wir gehen noch in die Stadt. Vielleicht Zalando. Aber ich finde es schon sympathisch, wie sie hier Zara schon einfach angeschrieben haben. Das ist einfach der einzige Laden, den sie einfach angeschrieben haben. Weil einfach jeder weiß, wie beliebt Zara ist. Leute, ich habe mir finally Nike Air Force gekauft. Endlich. Ich möchte sie nämlich schon seit Jahren haben. Und jetzt habe ich sie mir endlich gekauft. Und ich zeige es euch nachher, weil es sind so ein bisschen speziellere. Aber ich finde die voll schön. Und wir befinden uns gerade jetzt im H&M. Denn ich habe auch einen Gutschein von 100 Franken für H&M. Und deswegen muss ich mir den gönnen. Allgemein, die Kleider von H&M sind so schön. Aber ich gönne mir jetzt, weil ich habe 100 Franken zu gut. Ne? Ich kann mir jetzt hier gönnen. Leute, mein Hirn funktioniert überhaupt nicht mehr. Ich habe jetzt einfach gerade meine Schuhe liegen lassen im H&M. Warum auch immer. Zum Glück hat die Frau, die da arbeitet, das an die Kasse gebracht. Hätte ich die gar nicht mehr gehabt. Ja, wir sind müde. Also meine sind schöner. Meine sind dafür spezieller. Die passen sogar zum Outfit. So beige. Jo. Also das sind jetzt die Schuhe, die ich gekauft habe. Ich habe sie zwar ein bisschen komisch gebunden, aber so sehen die aus. Sehr Asiat, bisschen anders. Ja. Unnormal bequem. Boah, sind die bequem. Also Leute, falls ihr euch nicht entscheiden könnt, eine Seite lockig und die andere glatt. Woohoo. Hashtag Nina loves hair. Das nennt man übrigens auch Shoppinghaare, wenn man einfach so geschwitzt hat und ich weiß nicht, was hier entstanden ist, aber ich weiß nicht, was das ist. Das ist einfach irgendwas. Die waren gestern so schön gelockt und jetzt ist total Schaden. Leute, diese Düfte sind so lecker. Ich kann die euch nur empfehlen. Ich habe mir jetzt diese zwei hier geholt, weil die so lecker sind. Und für Männer, der ist mega, der ist mega und der ist mega. Und wir riechen jetzt die ganze Zeit in unseren Oberteilen, weil das so gut riecht, weil wir haben uns da angemacht. Also, wir sind jetzt endlich im Auto. Wir fahren jetzt aber noch in die Stadt. Und wir fahren jetzt in die Stadt. Ich muss mal kurz das Navi machen hier. So, wir sind angekommen in einem Parking. Und wir gehen jetzt in die Stadt. Sie ist hier noch am Abpudern. Ich habe mich auch kurz ein bisschen abgepudert und Highlighter aufgefrischt. Aufgefrischt. Weil ich habe so geglänzt wie eine Parkkugel. Genau. Und dann möchten wir hier irgendwo was essen gehen. Am besten so. Ja, eigentlich ist mir egal was. Hast du gerne Libanesisch? Kennst du das? Ich habe das noch nie gegessen. So viele haben das noch nie gegessen, aber Libanesisch ist eigentlich so gut. Orientalisches, türkisches Restaurant wäre voll cool. Halal am besten. Am Ende wird es bestimmt irgendwie so Pizza oder so. Oder Döner. Mac. Ich schwöre. Ist ja noch gutes Wetter, obwohl die Wolken. Sag mal, kommt das Regen oder was hier? Was ist denn da los? Bitte ignoriert diese Vogelkacke hier überall, aber diese Wolke sieht nicht so freundlich aus hier. Was ist denn hier los? So, wir sind jetzt in der Stadt angekommen und ich finde Stuttgart übrigens mega süß. Voll süß, vor allem dieser Platz hier vorne finde ich voll süß. Ich meine eben diesen Platz, ich finde den voll süß. Ich suche gerade ein schönes Tagebuch, weil ich möchte im Tagebuch anfangen zu schreiben. Aber irgendwie gefallen sie mir innen, aber nicht von außen. Obwohl, das ist eigentlich noch süß. Wie findest du das? Wow. Ah, das sind ja auch Tagebücher. Mhm. Stimmt. Also Leute, ich habe jetzt hier zwei Bücher, die sich eignen würden, für Tagebuch zu schreiben. Die sind mega schön. Und hier kann man das sogar noch so aufklappen. Aber ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Leute, wir haben so gefragt, wie so Religionsbücher über den Islam haben. Dann kommen die so mit. Anasmutige Kritiker. Die unterdrückte Wahrheit über den Islam. Also das wollten wir ja eigentlich nicht. Wir wollten ja eigentlich
schöne Bücher übrigens haben. Aber da hat das so sehr wahrscheinlich ein bisschen falsch verstanden. Hier gibt es tatsächlich Bücher über Influencer. Montana Black 2, vom YouTuber zum Millionär. Okay. Irgendeinmal steht auch ein Buch von mir hier. Nina Honey, vom YouTuber zum Millionär. Ich bin hier Müller und ich bin hier gerade in dieser Papeterieabteilung und habe hier mein Paradies gefunden. Ich liebe es, Farbstiften zu kaufen und so Sachen, obwohl ich sie eigentlich nie brauche, aber ich möchte jetzt mit Tagebuch schreiben anfangen, deswegen brauche ich hier ein paar Sachen. So, ich habe meine Sachen. Ich habe noch Geschenkpapier gekauft. Nein, nicht Lift. Ich habe jetzt meine Sachen. Deine Ausbeute und das ist so wieder meine Eskalation, aber ist das Letzte, was ich jetzt kaufe und dann ist fertig. So Leute, wir sitzen jetzt hier und erstmal Schuhe ausgezogen, weil wir können nicht mehr. Unsere Füße tun so weh. Meine Füße tun wirklich so weh. Ich sehe so fertig aus. Also ich glaube, ich werde heute richtig gut schlafen. Ich habe mich jetzt übrigens für beide Bücher entschieden. Also ich habe beide gekauft. So, wir sind jetzt hier in so einem mexikanischen Restaurant gelandet. Leider drin, weil draußen hat es keinen Platz mehr gehabt. Aber es sieht richtig lecker aus. Ich bin echt gespannt, wie das schmecken wird. Erstmal Nachos bestellt als Vorspeise mit roten Chips. Also roten Nachos. Haben wir uns verdient, ne? Heute war ein anstrengender Tag. Richtig grün. Aber klein. So, das ist mein Essen. Burrito mit Pommes. Und ich hätte einen Burger bestellt, aber der ist noch nicht angekommen. Wir sind jetzt am Zurücklaufen, respektive am Zurücklaufen? Was? Wir sind, wir laufen, was? Leute, oh mein Gott. Wir sind einfach so müde. Also, ich lache die ganze Zeit, weil ich finde einfach alles irgendwie witzig. Genau eben, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich war vorhin so nett und habe, da kam so jemand, so, der sah irgendwie arm aus und der konnte nicht. Du auch nicht? Ich kann noch ein richtig Deutsch, aber egal. Eben, der meinte so, also, was? Genau, eben. Dann wollte er ein bisschen Kleingeld, er konnte nicht richtig Deutsch. Und dann habe ich ihm 10 Euro gegeben. Und dann saß er. Leute, sorry, ich muss die ganze Zeit lachen, ich weiß auch nicht warum. Also, schau mich mal an. Sehe ich müde aus. Deswegen hatte ich ihm vorhin gerade einen Lachflash. Dann sind wir aus dem Restaurant wieder rausgekommen und dann saß da dieser Typ, dem ich 10 Euro gegeben habe, auf der Straße. Also, ne. Nicht auf der Straße, Leute. Er saß da einfach auf so einer Bank. Wir hatten noch Wedges übrig. Genau, wir hatten noch Pommes übrig. Und wir wollten sie sowieso jemandem geben, weil es gibt da leider sehr viele Obdachlose hier in Deutschland. Deswegen wollten wir die einfach jemandem geben, weil die haben wir nicht mal angefasst. Und dann saß er eben dort und dann hat er da so Dürüm, glaube ich, gegessen. Und vor ihm stand einfach so Jack Wolfskin Tasche und so andere Einkaufstüten. Dann hat er die so auf die Seite geschoben, so, Allah, ist nicht meins. Es ist mir sowieso egal, was er mit dem Geld macht, weil ich habe es mit einem guten Gewissen getan. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und du hast ihm auch noch irgendwie Euro, ein paar kleine Geld, klein, was? Du hast ihm auch ein paar Euro gegeben. Und dann haben wir ihm die Pommes noch gegeben. Er meinte dann zu ihr so, habt ihr noch ein bisschen Kleingeld, aber weil er halt kaum Deutsch kann, hat sie ihn nicht richtig verstanden. Sie macht ihm so. Sie so. Weil sie meinte, er sagt irgendwie so, ich kann dir nichts zurückgeben. Ich habe kein Kleingeld, ich kann dir nichts zurückgeben. Sie so, sie macht die ganze Zeit so und er so, hast du mir noch Kleingeld? Und ich bin einfach nur gestorben vor Lachen, weil ich war weiter weg und ich konnte ihr nicht helfen, weil ich fand es doch witzig. Ich wollte auch die Show genießen. Oh Mann, egal. Es hat auf jeden Fall Pommes, Dürüm, Jack Wolfskin Sack hat er auch. Cola. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Zurücklaufen zum Parking und dann geht's nach Hause, hoffentlich ohne Unterbrüche und ohne Verfahren. So, Kofferraum zu. Zerstören. Let's go. Wir sind im Auto. Ja, wir haben es endlich geschafft. Fazit zum Tag. Ich fand's lustig. Ich habe sehr viel gelacht, muss ich sagen. Gut, ich lache eh viel. Ich finde sehr viel immer sehr witzig. Und ich habe alles gefunden, was ich gebraucht habe. Und ich habe ziemlich viel geshoppt. Ich muss sagen, ich habe wirklich enorm viel gekauft. Ich werde euch das auch alles noch zeigen in einem separaten Video. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, ich würde sagen, ich beende hier das Video, weil wir sind beide müde. Wir haben jetzt noch eine mega lange Heimfahrt vor uns. Also gute 3 Stunden. Also ich habe mir, ja doch, ich war mal was ready. Gute 3 Stunden und danach werden wir duschen und ins Bett gehen und deswegen kommt heute sowieso nichts mehr von mir. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche morgen auch allen noch einen schönen Bayram an alle, die das feiern. Auch wenn das Video vielleicht später online kommt, egal. Ich wünsche es euch trotzdem. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dann.